Warbeck. Ja, ich würde es trotzdem noch mal versuchen. Jetzt haben ja auch israelische Regierungsmitglieder dieses Video, das wird Ihnen vermutlich auch bekannt sein, geteilt, wo man deutlich sieht, dass israelische Soldaten, die wurden auch als solche bezeichnet, auch von der israelischen Regierung, verkleidet als Ärzte, Krankenpfleger und Zivilisten in dieses Krankenhaus eingedrungen sind in Jenin. Sieht die Bundesregierung dieses Vorgehen, Soldaten als Mitarbeiter eines Krankenhauses zu verkleiden und dort auf gezielte Tötungen hinzuschicken, gedeckt vom humanitären Völkerrecht? Grundsätzlich, egal ob Israel oder Ukraine. Wie gesagt, es kommt in diesen Dingen immer auf den Einzelfall an, und da mir die umfassende Kenntnis des Einzelfalls fehlt, kann ich Ihre Frage nicht beantworten. Ganz kurz. Zusatz. Das heißt, um Sie richtig zu verstehen, dass die Bundesregierung es grundsätzlich unter Umständen als legitim ansieht, dass Militärangehörige sich als Krankenhausmitarbeiter verkleiden, um Menschen zu töten? Das würde erstmal voraussetzen, dass es zum Beispiel Militärangehörige und nicht Geheimdienstmitarbeiter gewesen sind. Und auch diese Kenntnis liegt mir nicht vor. Ich glaube, Herr Warwick, es ist schwierig, sozusagen hier von dieser Bank ein abschließendes Urteil über diesen Fall zu fällen. Die Unterstellung, die Sie in Ihrer Frage hatten, würde ich mir auch nicht zu eigen machen, wie gesagt. Was war die Unterstellung? Naja, dass es sich zum Beispiel um Militärangehörige handelt. Das ist etwas, was ich von hier aus nicht abschließend beantworten kann. Das hat die israelische Regierung selbst gesagt. Ja, ich habe Ihnen ja auch noch eine andere Möglichkeit genannt. Herr Jung. Herr Fischer, es gab ja eine Mitteilung der Armeeführung zu dem Vorfall.